Der Turm ist immer noch nicht unser, ne? Also, um diese einzelnen Sachen mal zu befreien, muss man wirklich alles töten. Und somit auch noch einmal noch eine weitere Etage hoch. La 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 la. Hier waren wir doch schon mal, oder? Ja, waren wir. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Ey, ja, es hält Festung. Ist doch schon mal schön, dass wir genau wissen, wo wir jetzt als nächstes zuschlagen werden. Eure Karte hat neue Informationen, okay. Und Fellkeep. Häuptling Alfan wünscht Neuigkeiten über Fellkeep zu erfahren. Ihr müsst die Siedlung auskundschaften. Auskundschaften oder befreien? Befreien wäre mir lieber, weil Auskundschaft ist immer so eine Sache. Nicht, dass wir dann irgendwas vergessen auszukundschaften und er genau das hören wollte. Halt, Moment! Ist das die Siedlung? Das ist ja eine riesengroße Burg. Ich dachte, das ist hier so ein Drei-Mann-Dorf, so eine 3000 Seelen. So ein 3000 Seelen-Dorf, ohne wirklich Personen. Bloß mal kurz rein und wieder raus, so wie man es von Männern kennt, aber nee. Das ist ja doch mehr als erwartet. Ich folge einfach mal diesem Weg jetzt gleich hier unten. Denn der sieht so aus, als ob das der richtige sein könnte, den wir so oder so gehen müssen. Und zack. Fertig. Bloß nicht ins Wasser gehen. Wasser ist tödlich für Wikinger. Dann kundschaften wir das Ding mal aus. Da wird der Freier dann wieder ein paar Worte dazu dann verlieren. Hoffe ich zumindest, dass die uns eine nähere Instruktion geben kann, wie wir hier das Ding auszukundschaften haben. It is as I thought. Even Fellkeep could not stand fast against the Legion. Yet the Swaddling Mountains still give those inside strength and power that even Hell's Legion could not decimate. Some of my followers have survived. I feel their presence. Speak with them, my mortal. Let their wisdom be yours. Okay. So, hier haben wir zumindest schon mal ein bisschen Gold gefunden und okay, da müssen wir also doch den großen Weg gehen. Naja, haben wir nicht so das Problem mit. Ist ja aber auch sehr cool, ja. Sehr, sehr cool. Allein wegen 5 Geldbeutelchen dort unten und lang zu rennen, ja. Geil. Aber die Programmierer haben genau das geschafft, was sie wahrscheinlich erreichen wollten. Irgendeinen dummen Spieler dazu verleiten, unten lang zu laufen. Nee, 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 ihr bösartigen Programmierer hier. Das kann nicht sein. La 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 la.
la 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 la. Bisher läuft er noch nicht gebeugt. Schießt doch. Traut euch. Was bist du für einer? Hey! The lumber mill on the west coast is renowned for making the best siege equipment in Midgard, Skorin. Set it against. Ja, genau. Gold. Also ganz ernsthaft, wenn man bis hierhin immer noch Goldprobleme hat, also ich weiß auch nicht, dann hat man noch ganz andere Probleme, dann sollte man, da hat man diese Probleme wahrscheinlich auch im Real Life, ja? Und nur noch ein Apfel und ein Ei auf dem Konto und gibt Geld aus, das man gar nicht besitzt. Denn, ey, Freunde, wir haben 7675 Gold, ja, also, und sammeln immer noch frohlockend die ganzen Goldbeutel ein, weil wir doof sind, ja. You have come far. You deserve to know the truth. Eure Familie, sie war Valhalla. You were a foundling, Skarin. The woman you thought of as your mother discovered you in the woods, whilst burying her own stillborn infant. You were a newborn babe, screaming against the elements, nature cradling you. She brought you back and spoke with my shaman father. He told her to claim you as her own, and only they too would know the truth. Yet I, but a young girl then, watched from the shadows. I remember. Do you see the wolf, Skarin? Do you see it reflected in your own eyes? It wishes to speak with you. You must look to the fire. You will find sacred herbs locked in the cave nearby. Cast them into the door of fire and see if the wolf will rise from the flames. Ja, gut. Jetzt wissen wir zumindest auch, wie das hier zustande gekommen ist. Ja, und dass wir ein Findelkind sind. Okay, jetzt brauchen wir die besonderen Zutaten für das Ritual, um den Wolf zu entfesseln. Moment. Ja, okay. Das kriegen wir hin. Ich dachte, jetzt müssen wir nochmal den gesamten Weg da nach unten laufen, aber nein. Ich gehe mal voll davon aus, dass die Freunde uns da sagen werden. Pass auf, du kriegst es wie folgt hin. Oder nicht so. Ah. Ich glaube er nicht. Shaman Asta tells me that you are on a quest for her. And not to let you through until you've completed it. Also noch einmal da runter. Und uns das Zeug holen. Okay. War ja eigentlich auch klar, war abzusehen, dass wir keinen schnellen Weg dorthin finden. Ich könnte natürlich auch versuchen, herunterzuspringen, aber dann würden wir bei diesem Leichstein wieder auferstehen oder beziehungsweise bei dem in Tonnenweg und dann könnten wir uns zu dem hin teleportieren, hier zu diesem. Ja, toll. Gut. Oder nicht so gut. Ich weiß es nicht. Gucken die Bogenschützen immer noch auf uns? Ey, ihr seid ganz schön doof, ihr kleinen, dummen Bogenschützen hier. Die heiligen Kräuter warten in dieser Höhle nur darauf, von euch gepflückt zu werden, Skarin. Hm. Sicher. Aber sowas von... Jetzt aber unsicher.
Wir müssen noch einmal nach unten und dort einen Riesen bezwingen, sowie ein paar andere Legionssoldaten, die ein, ja, Dreiertrupp von unseren Soldaten gefangen hält. Schauen wir mal, wie lange noch. Dürfte nicht mehr allzu lang sein. Ey, du hättest sie abrollen können. Dort ist alle Zeit der Welt. Scheiße, zu spät gedrückt. Die halten aber wirklich gar nichts aus. Die teilen zwar ordentlich aus, aber Glaskanone halt, ne? Eine ganz einfache Glaskanone. Ich habe immer noch Angst vor diesem Wasser, denn bei meinem Glück werden wir irgendwo ein Loch finden, wo wir sterben können und das auch sogar werden. Das war jetzt unfair. Und das erste Bein. Ypsian! Ypsian! X! Ach du Scheiße! Zu zeitig. Also nochmal. Und Ypsilon. Ypsilon. X. Ah! Ich finde gut, dass sie diese Riesen nicht als Trolle einfach nur abgestempelt haben. Denn meine Lieblingsdarstellung von Trollen ist immer noch die von World of Warcraft. Also so stelle ich mir Trolle vor. Und nicht immer so eine dicke fette Typen. Deswegen nochmal ein Pluspunkt an dieses Spiel. Meinerseits. Dass sie diese großen Fleischklopse wirklich als Riesen bezeichnen und nicht als Trolle. In so vielen Spielen sehe ich nicht mehr, nehme ich immer dann bei solchen Riesenviechern Troll dazustehen. Das ist ein Troll. Ja, es ist immer so eine Auslegungssache. Jeder hat andere Fantasie und stellt sich das Zeug immer anders vor. Aber für mich ist ganz einfach, das sind für mich keine Trolle. Trolle, wie schon gesagt, ich stelle mir auch einen Troll so vor wie bei WoW oder bei Warcraft allgemein. So. War das jetzt die Kräuter? Haben wir jetzt Kräuterbüschli? Ja, jetzt haben wir ein Kräuterbüschli in der Hosentasche. Gut. Mit Sicherheit werden wir jetzt... Asta, die Schamanin, wartet auf eure Rückkehr, aber zuerst müsst ihr das Ritual mit den Kräutern und dem Feuer vollziehen. Gut. Jetzt müssen wir erstmal mit diesem Kräuterbüschli hier oben wieder irgendwo lang wandern. Mal schauen.
Mal schauen, wie weit das gehen wird.